Der letzte Samurai fehlt. Allein gegen eine Armee. Er ist nicht allein. Eine Frau hilft ihm. Eine Diebin. Was hilft eine Diebin schon? Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Leb wohl. Vergebt mir, mein Herr, doch ihr seht müde aus. Habt ihr viel durchgemacht? Das würdet ihr mir nicht glauben. Aber ja, Ruhe täte gut. Ihr solltet meine Schwester im Hiyoshi-Heilbad besuchen. Ich war krank und sie bestand darauf, dass ich ein Bad nehme. Ich konnte spüren, wie meine Lebensgeister neu erwachten. Genau das brauche ich jetzt. Es heißt, ein Schmuggler hätte eine sichere... Mögen die Kami euren Weg schützen, Herr. Meine Mutter glaubte, Inari beschützt mich. Bei meiner Geburt sah sie einen Fuchs vor unserem Haus Glühwürmchen jagen. Sie wusste, dass Füchse Inaris Boten in unserer Welt sind. Wenn ihr einen seht, folgt dem Weg, den er nimmt. Das werde ich. Danke.
Sensei Ishikawas Dojo. Hier gab es einen Kampf. Ich sehe mich mal um. Getrocknetes Blut. Der Kampf ist länger her. Jemand wurde verwundet. Der Pfeil wurde entfernt. Blutige Fußspuren. Das Opfer oder der Angreifer? Vielleicht ist der Sensei in seinem Haus. Ein bescheidenes Heim für einen Samurai. Bleibt stehen! Sensei Ishikawa. Fürst Sakais Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Hilft mir, ihn zu retten. Ich kann nicht. Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt den Bogen schießen. Ich suche mit euch. Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Wer hat Komoda sonst noch überlebt? Das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien. Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe? Meine Frau? Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch? Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hattet Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Mongol! Greift an! Sie kämpfen wie betrunkene Tanuki. In Komoda kämpfen sie gut genug. Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Tomoes Spur geht hier weiter. Kommt! Die Mongolen haben vor Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen.
Hier ist etwas passiert. Ein Hinterhalt. Seht euch um. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Blut. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Ich fürchte Schlimmes. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre, Folter oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie sie bringen? Vor Nakayama. Das Fort ist ganz nah. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist.